Hi, ich bin Sydney Lohmann. Mein Name ist Nico Anjomi. Hi, ich bin Lea Schüller. Ich bin Clara Bühl. Ich studiere momentan Wirtschaftsingenieurwesen. Soziale Arbeit. Modemanagement. Medienmanagement. Ich studiere bei der IU, weil ja, es sehr flexibel ist. Dadurch, dass das Fernstudium online ist, kann ich meine Studiensachen überall mit hinnehmen, also auch in die Heimat. Ich mache ein Fernstudium, weil es gar nicht anders möglich ist. Ich bin so viel unterwegs. Ich kann mir meine Prüfungen selber legen, habe dementsprechend keinen Druck. Im Moment stehe ich ja sehr viel vor der Kamera, aber mich interessiert es auch immer, ja, hinter der Kamera zu erfahren, wie alles abläuft. Deswegen passt das Studium Medienmanagement super und kann mir auch vorstellen, es dann nach der Karriere zu machen. Ah, das ist eine gute Frage, was ich nach dem Sport machen möchte. Ich weiß es noch nicht genau. Ich wollte eben mit dem Studiengang Soziale Arbeit auch was anderes als jetzt so Sport und Fußball machen. Ich habe mich immer für Mode, Fashion, Lifestyle interessiert und schaue mir auch gerne Inspirationen an von anderen Künstlern. Und ja, es macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich weiß, dass ich mit dem Fußballspielen nicht genug Geld verdiene, dass ich den Rest meines Lebens ausgesorgt habe. Für mich ist es einfach sehr wichtig, nebenbei was zu machen, damit ich nach dem Fußball dann auch eine andere Karriere starten kann. Ja, die WM bedeutet für mich total viel. Also ich freue mich sehr darauf. Die WM bedeutet für mich sehr viel Stolz, aber auch sehr viel Freude, einfach ja, mit den Menschen so ein Turnier spielen zu dürfen, mit Spielerinnen auf dem Platz zu stehen und für das gleiche Ziel zu kämpfen. Ist super viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich wieder auf dem Turnier und ich hoffe, dass wir an der Europameisterschaft anknüpfen können, genauso eine gute Leistung zeigen können. Die WM ist für mich sehr besonders. Das wäre dann mein zweites großes Turnier. Ich freue mich sehr darauf, nach Australien mit dem Team zu fliegen und Großes erreichen zu können. Zusammenhalt im Studium ist wie Teamplay auf dem Platz. Wir arbeiten und motivieren uns zusammen, um gemeinsam Ziele zu erreichen. Ja, der Fokus ist erstmal auf den Fußball und danach schaue ich dann auch in der Vorbereitung im Verein, dass ich dann vermehrt wieder etwas fürs Studium machen kann. Mein Ziel ist es, im Sport weiterhin erfolgreich zu sein und im Studium ist es mein Ziel, das Studium erfolgreich abzuschließen. Also in der Weltmeisterschaft feiert man natürlich vor allem mit der Mannschaft. Aber ich glaube, wenn ich mein Studium beendet habe, dann ist es für mich ähnlich cool wie eine Weltmeisterschaft. Are you study goals? Gemeinsam zum Erfolg.